Genauso wie Make-up und Mode ist Interior für mich absoluter Ausdruck der Persönlichkeit. An meinem Beruf liebe ich am meisten, dass kein Tag ist wie der andere. Das Gefühl ist einfach unvergleichlich und gibt einem so richtig Freiheit. Hallo ihr Lieben, ich bin's Farina von Nova Lana Love und ich bin Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Bloggerin. Wie ich auf den Namen Nova Lana Love kam, das war tatsächlich überhaupt gar nicht richtig geplant, beziehungsweise hätte ich damals niemals gedacht, dass so viele den Namen kennen würden, sonst hätte ich mir vielleicht was anderes ausgedacht. Meine Karriere als Influencerin hat eigentlich sehr unverhofft gestartet, weil ich das nicht gewollt habe, beziehungsweise das nicht darauf aus war, Influencerin zu werden oder Bloggerin zu werden. Das Wort Influencer gab es damals noch überhaupt gar nicht, sondern das hat sich einfach so ergeben. Und auf Nachfrage hin habe ich angefangen zu zeigen, wie ich mich schminke, wie ich meine Haare style und was ich anhabe. Und so hat sich das entwickelt. Ist für mich mein Ruhepol, der Ort, an dem ich am meisten zur Ruhe komme, wo ich mich am allerwohlsten fühle und wo ich wirklich Tage und Stunden verbringen kann. Mir bedeutet ein schönes Interior sehr viel. Ich finde nichts entspannter, als wenn ich mich hier umschaue und einfach nur schöne Dinge sehe und alles ist ordentlich und alles ist perfekt und der perfekte Ort auch zum Arbeiten. Ich starte am allerliebsten sehr früh in den Tag, weil ich dann am produktivsten bin. Und der erste Gang ist auf jeden Fall in die Küche, bevor ich mich dann fertig mache und wirklich in den Tag starte, auch online. Mein Interior Must-Have ist auf jeden Fall eine absolut gemütliche Couch. Ich finde nichts wichtiger, als wirklich einen Ort zu haben, auf dem man sich entspannen kann, ohne sich direkt ins Bett legen zu müssen. Als mein Ankleidezimmer und Make-up-Zimmer zum Leben erweckt wurde, war das ein unbeschreibliches Gefühl. Das war wie, als hätte ich ein eigenes Baby geboren sozusagen, weil ich mich so sehr daran erfreue, jeden Tag aufs Neue und mich so gerne da aufhalte und so richtig produktiv werden kann und kreativ werden kann. Life is short, eat dessert first ist auf jeden Fall für mich ein Lebensmotto, auch unabhängig von Dessert. Denn wenn man mutig ist und seine Träume verwirklicht, dann kann man alles schaffen.